Jeder, der selbst viele OVP-Produkte öffnet, wird das kennen. Man geht die Packs Karte für Karte durch, aber letztendlich sind es meistens, wenn überhaupt, nur zwei Karten, die wirklich interessant sind. Und der Rest wird sich mehr oder weniger einfach nur unbewusst angeschaut. Auch im Reselling stellt sich die Frage, was mache ich mit den ganzen häufigen Karten, für die sich eigentlich niemand interessiert und die in Anführungszeichen wertlos sind? Wir reden hier natürlich vom sogenannten Bulk. Im Yu-Gi-Oh! Bereich habe ich hierzu eine Variante gefunden, die mir persönlich wirklich geisteskranke Renditen bringt. Und genau diese Strategie möchte ich dir in diesem Video einmal vorstellen. Also bleib dran. Okay. Liebe Pokémon. Und damit herzlich willkommen zum allerneuesten Video. Ja, Freunde, wie bereits im Intro erwähnt, geht es heute um das Thema Bulk-Karten. Einfach jeder kennt es und auch jeder weiß, dafür, dass diese Karten nicht gerade gefragt sind, nehmen diese eine Menge Platz ein und man will sie eigentlich nur schnellstmöglich loswerden. Bevor du allerdings deine Karten voreilig zum Spottpreis verhökerst, solltest du dir die folgende Strategie zumindest mal ansehen. Ich selbst habe diese über die letzten 12 Monate für mich selbst ausprobiert und muss tatsächlich sagen, ich habe wirklich sehr gute Umsätze damit erzielt. Deswegen, vielleicht ist diese Strategie auch für dich geeignet. Ich stelle sie im Folgenden einfach mal vor. Bevor wir damit beginnen, müssen wir uns eine Sache nochmal wirklich klar machen. Auch wenn es sich bei Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten hauptsächlich um Sammelobjekte handelt, sind sie, wie ihr Name schon sagt, Teil eines Sammelkartenspiels. Also eigentlich sind die Karten nicht dazu gedacht, in irgendeinem Schrank oder in diversen Ordnern zu verstauben, sondern sie sind zum Spielen da. Und genau an diesem Punkt setzen wir unsere Strategie an. Wir wollen unsere Angebote, also im Gegensatz zu den äußerst seltenen und wertvollen Karten, nicht für Sammler, sondern für die Spieler kreieren. Für den Anfang braucht man dafür eigentlich selbst keinerlei Wissen darüber, wie das Spiel und die verschiedenen Strategien überhaupt funktionieren. Es ist wirklich nur eine einzige Sache wichtig und das ist die Frage, wie viele Exemplare der ein und selben Karte dürfen maximal im Deck gespielt werden. Im Yu-Gi-Oh! Bereich ist die Frage tatsächlich ziemlich leicht zu beantworten und jeder, der sich auch nur ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, kennt die Antwort. 3. Es sind in den meisten Fällen nämlich maximal 3 Karten. Es gibt in seltenen Fällen zwar Ausnahmen, wenn bestimmte Karten wirklich zu stark sind, dass diese auf 2, 1 oder sogar 0 Exemplare limitiert werden. Und somit sind sie dann laut Regelwerk ausgeschlossen. Aber was diesen Punkt betrifft, kann ich euch aus Erfahrung sagen, selbst das ist eigentlich vollkommen egal. Die meisten Spieler sind nämlich Hobbyspieler und keine Turnierspieler. Deshalb habe ich auch schon Bundles von Karten verkauft, die eigentlich limitiert sind. Der Spaß steht einfach bei den meisten Spielern hauptsächlich im Vordergrund und da wird da eben nicht so viel drauf geachtet, ob die Karte nun limitiert ist oder eben nicht. Also wie gerade schon erwähnt, verkaufen wir die Karten nicht einzeln, sondern in sogenannten Bundles, nämlich als Dreier-Sets. Da, wie gesagt, maximal 3 Karten der ein und selben Karte im Deck verwendet werden dürfen. Dieses Bundle nennt sich dann im Übrigen Playset. Und jetzt kommt das Geniale an der ganzen Sache. Natürlich ist es für Spieler nervig und da die meisten Karten auch keinen hohen Wert haben, ärgerlich, einzelne Versandkosten zu zahlen. Deshalb bietet sich die Möglichkeit für diese Zielgruppe Playsets anzubieten. Und diese kann man dann in etwa für 2 bis 4 Euro plus einmalige Versandkosten inserieren. Das ist im Grundsatz eigentlich schon die Strategie, die ich meine. Und die hat bei mir einfach fabelhaft funktioniert. Hier einfach mal einige Beispiele. Ich bin reich und ich... Jetzt wird sich der ein oder andere natürlich denken, für die paar Euro lohnt sich das? Natürlich muss das letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn ihr mich fragt, definitiv ja. Man muss das Ganze eben einfach prozentual betrachten.
Wenn ihr wirklich regelmäßig Sammlungen ankauft, dann solltet ihr natürlich darauf achten, nicht zu viel Geld für die Karten auszugeben. Meiner Erfahrung nach lassen sich hier aber sehr gute Preise erzielen. Man kann durchaus gute Sammlungen für 2 bis 5 Cent pro Karte ankaufen. Nehmen wir als Beispiel einfach mal den mittleren Wert von 3 Cent pro Karte. Wenn ich jetzt mein Playset von 3 Karten einstelle, habe ich also einen gesamten Einkaufspreis von 9 Cent, was das ganze Playset insgesamt betrifft. Jetzt nehme ich beispielhaft einfach mal einen meiner Verkäufe, bei dem ich das Playset für 2,99 plus 80 Cent Versand verkauft habe. Hierzu noch eine kleine Anmerkung, also mittlerweile hat die Post ihre Gebühren wieder etwas erhöht, das heißt diese 80 Cent bitte nicht kopieren, sondern 85 Cent verlangen, denn das ist der Anstieg, der zum Jahreswechsel stattgefunden hat. Ich habe es bei eBay aber verpeilt anzupassen und deswegen habe ich da quasi 5 Cent zu wenig vereinnahmt. Dumm gelaufen, aber warum das nicht ganz so schmerzhaft ist, das seht ihr jetzt im Folgenden. Wir wollen uns jetzt nämlich angucken, was haben wir denn nun an diesem Verkauf vereinnahmt? Der Versand wird natürlich abgezogen. Ich nehme jetzt hier beispielhaft auch einfach mal die 80 Cent. Und hinzu kommt natürlich noch die Verkaufsprovision von eBay hinzu. Wenn wir diese Beträge also von unserem gesamten Umsatz einmal abziehen, kommen wir auf einen Betrag von 2,07 Euro. Das heißt, wir haben aus 9 Cent 2,07 Euro gemacht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das entspricht einer Rendite von genau 2300%. Gerade das ist aus meiner Sicht zumindest einfach nur geisteskrank. Und da soll mir erstmal jemand ein vergleichbar einfaches Produkt zeigen, bei dem solch eine Rendite ohne weiteres möglich ist. Je nachdem, wie tief man in der Materie des Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiels drin ist, lässt sich hier wahrscheinlich noch mehr Rendite rausholen. Und das tut man, indem man eben nicht einzelne Playsets, sondern ganze Kombinationen, Variationen bis hin zu ganzen Decks kreiert und diese dann verkauft. Zudem sollte man beachten, dass sich das Ganze umso mehr lohnt, je mehr Karten man tatsächlich hat. Denn so lässt sich der ganze Vorgang nochmal deutlich höher skalieren. Es benötigt natürlich immer ein wenig Zeit, Angebote auf eBay oder anderen Plattformen zu inserieren. Somit ist es zeitlich profitabler, wenn man statt einem Playset gleich mehrere, zum Beispiel 5 Stück anbieten kann. Also wir haben hier nicht 3-mal dieselbe Karte, sondern wir haben sie 15-mal. Das heißt, wir können aus unseren 15 Karten 5 Playsets kreieren. Und warum ist das jetzt deutlich profitabler? Ganz einfach. Ich kann mit dem gleichen Zeitaufwand einen Umsatz von 15 Euro statt 3 Euro generieren für die gleiche Arbeit. Denn ich inseriere das Angebot natürlich einmal, kann es aber 5-mal verkaufen. Und somit ist das Ganze deutlich effizienter, wie wenn ich das Playset nur einmal habe. Nice. Neben der reinen Rendite gibt es noch ein paar weitere Punkte, die man nicht außer Acht lassen sollte. Also es geht hier nicht nur um die reine Rendite, sondern auch Folgendes kann für euch wirklich von Vorteil sein. Gerade für kleinere eBayer und Leute, die gerade ins Reselling reinstarten, ist es super geeignet, um seine Angebote aufzufüllen. Das heißt, wenn ihr jetzt bei eBay zum Beispiel den kleinstmöglichen Shop für 400 Angebote gebucht habt, ihr aber vielleicht gerade mal 70, 80 Waren habt, könnt ihr das mit diesen Playsets, die wirklich günstig zu erwerben sind, super auffüllen. Das heißt, man hat mehr Inserate und somit auch höhere Verkaufswahrscheinlichkeiten. Denn logisch, je mehr Angebote ich habe, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eins meiner Angebote verkauft. Ganz nach dem Motto, wer oft aufs Tor schießt, der erzielt auch Tore. Und durch die Verkäufe kommt natürlich auch noch der positive Nebeneffekt hinzu, dass ihr positive Bewertungen sammelt, was euren Shop nochmal zusätzlich pusht. Und gerade bei diesen Playsets ist da bei mir die Quote wirklich sehr hoch. Wie ihr also sehen könnt, kann diese Strategie eine Menge Vorteile mit sich bringen. Man muss bei der ganzen Sache allerdings etwas Geduld haben, das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Man wird auch nicht schnell reich durch diese Methode. Dafür müsste man wirklich einen Haufen Playsets umsetzen, um das zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sowieso im Reselling drin ist, ist das ein super passives Nebeneinkommen aus meiner Sicht. Den Nachteil, den ich an dieser ganzen Geschichte gefunden habe, ist, dass das Ganze tatsächlich nur im Yu-Gi-Oh! Bereich funktioniert. Also ich habe es beiläufig auch mit Pokémon-Karten probiert,
Aber ja, wie soll ich sagen? Die Umsätze kann ich an einer Hand abzählen, was ich jetzt in den letzten Monaten an diesen Karten auch verkauft habe. Also wenn ihr das Ganze, wie gesagt, selbst betreiben wollt, kann ich persönlich es euch nur für den Yu-Gi-Oh! Bereich empfehlen. Und ja, also über Gründe kann ich persönlich natürlich nur spekulieren. Aber ich denke für mich einfach, dass der Spielermarkt wahrscheinlich deutlich kleiner ist im Pokémon-Markt. Und die Pokémon auch nicht so individuell sind, wie das die Monster bei Yu-Gi-Oh! Sind. Also das werden alles Punkte sein, die da natürlich mit reinspielen. Aber wie ihr es eben gesehen habt, im Yu-Gi-Oh! Bereich kann man diese Strategie wirklich problemlos umsetzen. Was den Pokémon-Bereich betrifft, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch Zuschauern eine Strategie, die wiederum im Pokémon-Bereich funktioniert. Falls ja, und natürlich auch nur, wenn du die Strategie auch wirklich teilen möchtest, schreib mir doch gerne in die Kommentare oder kontaktiere mich bei Instagram. Ja, Freunde, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abo natürlich nicht vergessen. Und damit bin ich an der Stelle wie immer raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Ciao.